Ja, gut, gell? Ja, also. Vielleicht? Der Mann weiß, wie es geht. Danke, das ist weg. Haben wir was für den Christopher Stritte? Und rosa ist uns rosa geworden. Ganz rosa. Und ich schwarz. Cool. Also bei der weißen Ware, egal ob es ein Bratwurst ist, eine Weißwurst, eine Gelbwurst, eine Geschwini, immer Kochsalz. Also man kann rosa Würste herstellen. Ja. Rosa Weißwürste. Ja, das wäre doch mal was. Wir haben erstmal sogar gerade halbe blaue gemacht. Kann ich mal. Kann man noch blau machen. Ja. Wir haben einen totalen Sechskaffee dabei machen. Und wir haben gesagt, er braucht weiß-blaue Weißwürste. Cool. Ja, das ist jetzt ein Salz und da ist ein Phosphat mit drin. Phosphat brauchen wir deswegen, dass sie das Fleisch und das Fett miteinander, dass das eine Bindung aufbaut. Dann haben wir, das müssen wir ganz am Anfang dazu lernen. Da haben wir 6 Zitronen. Ja. Und das ist unsere Gewürzmischung für die Weißwurst. Das lassen wir. Natürlich ganz geheim. Da ist alles drin. Da sagen wir nichts. Das riecht aber toll. Ja, nein, also vom Ding her ist auch noch eine Zitrone mit drin, aber wir tun einfach noch ein bisschen andere mit drauf, was da vorne gemacht wird. Ja. Okay. Und Grünzeug, wo ist das? Oh, das ist nicht schon. Ja, genau. Da hinten haben wir Petersilie. Jawohl. Frische Zwiebeln. Petersilie sind wir da hinten. Sollen wir gemeinsam? Dann geben wir dazu frische Zwiebeln und Schwarten. Früher hat man gesagt, ein Kalbskopf. Kalbskopf kriegst du fast gar nicht mehr, weil du kriegst ja schon noch dran, aber ist nichts. Und darum habe ich das Ganze umgestellt auf Schweineschwarten. Mhm. Quasi. Und ja, dann nehmen wir das. Jawohl. Peter Keil auf die Runde. Auf 5 und dann auf 4.